Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute habe ich wieder so ein cooles kleines Gadget für euch. Und zwar handelt es sich hierbei um das True Utility TU262. Ja, und das ist halt ein ganz spannender Name, denn im Endeffekt ist es nichts anderes als wie ein Feuerzeug. Ich hole das mal eben raus. So, und ähnlich wie bei Zippo, übrigens ist hier noch so ein kleiner Schlüsselring dabei, dass man das halt befestigen kann. Und wenn man sieht, wie groß dieser Schlüsselring ist im Vergleich zu diesem Feuerzeug, ist das schon echt bärig. So, bei diesem Feuerzeug handelt es sich ähnlich wie bei einem Zippo um ein nachfüllbares Feuerzeug. Und man kann das Ganze dann hier aufschrauben. Und dann seht ihr schon, hier ist dieser, gucken, ob die Kamera das scharf stellen kann. Hier unten drunter ist der kleine Feuerstein, also hier beziehungsweise unter diesem Zahnrad hier drunter ist dieser Mini-Feuerstein. Und hier ist wahrscheinlich so ein einfacher Baumwollfaden. Jetzt schauen wir mal, aufgefüllt hat sich es. Ja, und zack, brennt. Das Coole hierbei ist, es brennt auch bei leichtem Wind, bis zu einem gewissen Grad halt. Wenn man das zu stark macht oder auspustet, geht es natürlich aus. Und das Schöne ist, wie gesagt, es ist nachfüllbar. Und mich hat vor allen Dingen beeindruckt diese geringe Größe. Wenn ich mir das mal anschaue, das sind also Maße von 40 mm, beziehungsweise mit dem Kopf hier oben dran sind es 50 mm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal die OLED nehme aus meinem letzten Video und die vergleichsweise daneben lege, dann seht ihr schon, die schenken sich von der Größe rein nichts. Im Gegenteil, die winzige OLED ist tatsächlich sogar noch etwas breiter mit 14 mm. Ich denke mal, dann sind das hier so ungefähr 12 mm. So, die Frage ist, wofür braucht man so ein kleines Feuerzeug? Ganz ehrlich, ich finde, für den Notfall ist das ziemlich cool. Man sieht es ja immer wieder und auch ich bin wirklich ein Fan dieser ganzen Feuerstahlgeschichten, sei es am Messer bzw. am Taschenmesser oder eben in größeren Varianten wie der letzte Feuerstahl deines Lebens oder so, wie der von Reini Rossmann heißt, wo man wahrscheinlich 1 Milliarde Zündungen mitmachen kann. Aber hier hat man halt einfach direkt ein Feuerzeug dabei und man hat gar nicht dieses Theater, dass das mit dem Feuerstahl vielleicht nicht funktioniert. Hier, Zündung, fertig. Und was hier auch sehr, sehr cool ist, hier seht ihr diesen, ich hoffe, man kann es erkennen, hier ist so ein kleiner Dichtungsgummi, der dafür sorgt, dass die ganze Geschichte wasserdicht ist. Ja, und ähnlich wie bei der Taschenlampe möchte ich auch das hier natürlich einmal testen. Das heißt, ich schmeiße es einfach mal da rein. Nehmen wir mal einen Lappen, dass ich es auch gleich wieder trocknen kann, beziehungsweise zumindest von außen herum abtrocknen kann. Holen wir das Ganze mal wieder raus. Natürlich ungeschnitten jetzt alles, damit da keine Manipulationsversuche stattfinden können. Und jetzt schauen wir mal, ob es direkt zündet. Zack. Direkt wieder am Brennen. Ist das cool? Wie gesagt, klar, es ist natürlich wesentlich kleiner als wie ein Zippo, aber es macht sich vor allen Dingen an einem Taschenmesser ziemlich gut, weil das ist jetzt hier ein ganz normales 91er Victorinox. Und selbst mit dem Kopf hier oben dran, jetzt rollt das Ganze so ein bisschen, ich versuche es mal ein bisschen schräg zu legen, und selbst mit dem kleinen Pinöppel hier oben dran, wo der Schlüsselring dran befestigt ist, sieht man schon, dass das deutlich kleiner ist. Eben halt genauso wie die OLED Taschenlampe. Und die beiden Dinger zusammen, die haben ein Gewicht von quasi nichts. Ich hole mal meine Waage dazu. So, ich starte mal die Waage. So, nehmen wir mal die OLED von letzter Woche. Die hat ein Gewicht von 14 Gramm. Und das Feuerzeug im Vergleich dazu hat, ich glaube, wenn ich es richtig erkennen kann, 23 Gramm. Also wirklich lächerlich gering. Im Vergleich dazu mal das Victorinox
hat schon 117 Gramm. Also selbst die beiden Tools zusammen wiegen ungefähr ein Drittel des Taschenmessers. Und vom Größenvergleich her nochmal beispielsweise ein Bic-Feuerzeug, wo man halt nicht den Vorteil hätte, dass es wasserdicht wird. Hier ist ja wirklich die Situation, sobald das nass wird, beziehungsweise sobald der Feuerstahl hier oben drin nass wird, ist das Feuerzeug nahezu unbrauchbar. Man kann halt zwar vielleicht noch Funken damit schlagen, wenn es dann wieder irgendwann getrocknet ist, aber ist halt schwierig. Und bei so einem kleinen Feuerzeug, das kann man sich eben als Tool zusammen mit der Taschenlampe an ein Taschenmesser ranmachen. Wiegt nichts und ist trotzdem absolut brauchbar. Das Feuerzeug kostet übrigens um die 17 Euro. Dazu kommt natürlich dann noch Feuerzeug, Benzin und ab und zu wird man halt hier diesen, ich denke mal, dass es ein Baumwollfaden einfach ist, wird man den mal austauschen müssen oder eben den kleinen Zündstall, der hier unten drin sitzt. Aber das sind alles Tools, die man nachkaufen kann, wobei ich schon davon ausgehe, dass hier ein paar hundert Zündungen mit möglich sind, vielleicht sogar noch mehr. Und das reicht auf jeden Fall für das, was es gedacht ist, also als reines Notfalltool absolut aus. Und ich finde außerdem, sieht es auch tatsächlich noch ziemlich schick aus. Und wie gesagt, zusammen mit der Olight i1R2 EOS, die ich ja im letzten Video vorgestellt habe, ist das wirklich schon eine richtig coole Kombi. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Was sagt ihr dazu? Kennt ihr ähnliche Feuerzeuge in der Größe? Ich hatte eins gesehen, das war nochmal ein ganzes Stück kleiner. Also deswegen ist das hier auch nicht das kleinste Feuerzeug, was ich kenne. Denn eins hatte ich gesehen, das war ungefähr so groß wie nur diese Cup hier vorne. Da war also hier dieser kleine Teil war der Füllbehälter für das Flüssigbenzin. Und hier oben saß halt noch der Kopf drauf. Das wäre halt nochmal eine ganze Ecke kleiner und auch leichter. Aber da waren tatsächlich die Bewertungen, glaube ich, nicht ganz so positiv, weshalb ich mich hier für die etwas größere Variante entschieden habe. Aber wenn man jetzt beispielsweise mal hier diese Feuerstahle sieht, dieses Mini-Tool Fire-Ant-Set, also Feuerameisen-Set, was es für Victorinox gibt, da ist ja auch dieser kleine Feuerstahl drin. Da hat der, wie heißt dieser Schweizer Messergott nochmal? Der Felix Immler, genau. Der hat dazu mal ein Video gemacht, hat verschiedene Materialien getestet, die sich fast alle damit entzünden ließen, bis auf, ich glaube, es war Birkenholz, wo es ein bisschen gezickt hat, aber Tempos oder sowas gingen problemlos damit an. Und er hat außerdem gezeigt, dass dieser wirklich Mini-Feuerstahl für über 100 Zündungen ausgereicht hat. Also das kleine Stückchen Stahl, wenn man dann überlegt, dann gibt es ja den 8 mm Stahl, den ich favorisiere, der dann auch ungefähr so diese Länge hat von, ich glaube, 60 mm oder 80 mm. Der würde dann schon ewig lange halten. Ja, und dann der größte Feuerstahl deines Lebens von Reini Rossmann. Der ist wirklich der letzte Feuerstahl deines Lebens. Aber worauf ich hinaus wollte, wenn man sich diese Größe anschaut, damit hat man halt die Gefahr, dass es trotzdem Probleme gibt beim Feuer und ja, mit so einem kleinen Feuerzeug hat man das Feuer ja bereits. Es ist bereits ein Feuer da und es ist wahrscheinlich wesentlich leichter, damit die richtigen Materialien zu entzünden, als wie eben mit einem Feuerstahl. Nichtsdestotrotz, beide haben ihre Daseinsberechtigung. Die finde ich an dem Taschenmesser ziemlich cool. Die sind übrigens für mein neues Spider-Nox gedacht, was gerade auf dem Weg zu mir ist. Also diese Mischung aus Victorinox und Spyderco. Dazu wird es dann ein Video geben, sobald das Messer angekommen ist. Aber ich dachte mir, die beiden Tools, die passen da auch noch ganz gut rein. Heute sollte es, wie gesagt, nur um dieses kleine True Utility gehen. Und wie gesagt, ich finde es wirklich, wirklich cool. Das wird mein kleines EDC auf jeden Fall bereichern. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.